Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum vorletzten Spiel in der Fußball-Bundesliga-Saison 2014-15. Heute sind wir zu Gast beim VfL Wolfsburg. Und ja, da seht ihr mal gleich die Tabelle schön eingeblendet. Ihr seht, es geht knapp da oben zu. Wir führen zwar aktuell wie immer noch mit einem Pünktchen, aber mit einem Spiel mehr auf der Kappe. Tja, das ist nicht ganz optimal, aber nichtsdestotrotz müssen wir heute natürlich Vollgas geben. Vollgasfußball, so wie es der BVB ja wunderschön so propagandiert. Gibt es das Wort überhaupt, propagandiert? Ist ja auch egal. Ich musste wieder mal umstellen, denn Emre Can hat sich ja im letzten Spiel verletzt. Fällt aus, ihr dürft raten. Genau. 2 Monate, auch für ihn die Saison vorzeitig beendet. Beendet in dem Sinne, als dass der gute Kerl mit einem Achillessehnenriss, das muss so scheiße wehtun, ausfällt. Ich habe Kehli wieder dafür drin. Ansonsten, lass mich überlegen, dürfte es. Ja, genau, ich fällt gerade ein. Ich habe in der Innenverteidigung ein bisschen gewechselt. Ich gebe Sokratis nochmal ein bisschen das Vertrauen. Ansonsten hat sich im Vergleich zum letzten Spiel nichts geändert. Wir haben hier André Schürrle, der, ich sag mal, der WM-Held als Vorlagengeber zum finalen Tor durch Götze. Aber darauf will ich gar nicht eingehen. Wenn wir jetzt die Wolfsburg sehen, was fällt einem da aktuell ein? Klar, dieses Wechselwirrwarr hin und her um De Bruyne. Leute, das kann doch nicht angehen. Wie viel hat der? 80 Millionen stand mal im Raum. Es ist einfach nur abartig, diese Summen heutzutage, die da gehandelt werden. Nee. Das steht in keinem Verhältnis. In keinem Verhältnis. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen gegen ihn. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich darf da natürlich jetzt keinen Mist machen. Ansonsten, Wolfsburg. Bei denen habe ich gerade ein bisschen Angst, dass sie sich ein bisschen zu einfach verkaufen. Sprich, die haben jetzt, wen haben sie? Jetzt ist er durch. Nein! Gott, war das knapp. Das war ja zu geil gerade. Sie haben jetzt, aller Wahrscheinlichkeit nach, werden sie ja De Bruyne verkaufen. Also aktuell sieht es ja so aus, wenn ihr die Folge seht, ist das Transferfenster ja bereits wieder geschlossen. Bei mir ist jetzt gerade der Sonntag davor. Heißt, wir haben jetzt gerade den 30. Und ja, es ist natürlich immer so eine Geschichte, ne? Bei so Spielern. Natürlich sind die ihr Geld wert, müssen zwangsläufig auch mehr wert sein als vielleicht ein paar andere Spieler. Aber jetzt überlegt mal, jetzt kostet ein De Bruyne 80 Millionen. 80. Wenn man sich mal überlegt, Cristiano Ronaldo ist das extremes Beispiel eigentlich, aber wobei von den Summen ist es ja nicht mal so extrem. Der ist damals von Manchester als Superstar von Manchester zu Real Madrid gewechselt und hat in Anführungsstrichen nur 90 Millionen gekostet oder knapp ein bisschen mehr wahrscheinlich, aber so um den Dreh einfach so als Größenordnung. Das kann doch nicht angehen, Leute, ernsthaft. Das ist viel zu viel. Was kosten dann andere Spieler? Beispielsweise eben ein Müller, der ja schon gestanden ist und auch nicht nur eine Saison top gespielt hat, sondern schon auch ein Weltmeister ist und alles. Der müsste ja dann mal gemütlich, keine Ahnung, ich könnte jetzt irgendeine Zahl in den Raum werfen, keine Ahnung, 200 Millionen ungefähr? Oder was kosten dann Ronaldo oder Messi? 500 Millionen? Ich sollte mich aufs Spiel konzentrieren, statt hier rumzuwatscheln. Oh, wenn wir den gerade sehen, unseren Ivan, ehemals Dortmunder, jetzt Wolfsburger und inzwischen wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, Inter Mailänder? Keine Ahnung. Ha! So macht man es, liebe Freunde. Ausgleich! Konserviert habe ich mich kurz und drin ist das Ding. Griezmann, schön gemacht, vielen Dank. So, Spiel wieder auf 0 gestellt. Das war wichtig. Dann konnte ich da, wer ist denn das? Naldo wahrscheinlich gewesen, den ich da ausmanövriert habe. Ja, das sieht ja mal wieder spannend aus hier.
nochmal ganz kurz den Gedanken abschließen, eben Ivan Perisic ist, erst war er die ganze Zeit bei Juve im Gespräch, dann plötzlich nicht mehr, keine Ahnung. Irgendwas vorgefallen? Man weiß es nicht. Alter! Brutal! Rot! Runter mit dem! Das wird gefährlich für das gegnerische Tor. Der Schiedsrichter zögert überhaupt. Allein wegen Dummheit muss man den ja schon fast vom Platz stellen, so wieder grätscht. Mensch, Robin! So, haben wir denn noch einen Freistoßschützen? Das kennen wir, die Mauer geht ein. Sind ja alle verletzt. Effet. Oh, der Griezmann kann natürlich gut. Komm, wir machen den Grisi. Der soll den da so rein zwirbeln. Komm, mach ihn rein. Hätte ich vielleicht doch aus der Position eher Aubameyang schießen lassen. Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber bis... Oh! Alter! Das war doch kein Abseits. Das sah gerade aus wie Felix Brüch. Stark, dass sie die Schiedsrichter sogar so gut hinkriegen. Weil der ja eigentlich Hauptschiedsrichter und nicht irgendwie Linienrichter ist. Alter. Wolfsburg hat aber einen rabiaten Spielstil. Ja. Das kann noch in die Hose gehen bei euch. Schon wieder so ein Fliegenviech. Lass mich in Ruhe. Das gibt's doch gar nicht! Mensch, Pierre-Emerick! Was willst du dann noch machen? Den musst du doch machen, Mensch! Mensch, Kerle! Ja, und jetzt Wolfsburg wieder. Das ist ja aber gerade ein fleißiges Hin und Her hier. Ja, das könnte was werden. Ja, das sind die Bälle, die ich liebe. Mal hier, wo Platz ist. Und jetzt keiner mehr. Ah, Leute! Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt die? Aubameyang. Hat nicht geklappt. De Bruyne. Das ist abseits. Ist zu früh losgelaufen. Und zwar aber die haben da hinten natürlich mit Naldo auch einen Verteidiger. Da kannst du eh nicht hoch anspielen. Oh, der Bräune verletzt. Was ist denn da passiert? Blaschikowski. So, Kuba. Es entwickelt sich eine Möglichkeit. Wer kann denn da mit dem mitrennen? Das ist ja nicht normal. Den Ball sofort verarbeitet. Ja, Grisi! Antoine, du geile Sau! Wie hast du den denn jetzt gemacht? Vor allem, wie kam der da hin? Natürlich, Alter, das war natürlich alles geplant. Ich hab mich gerade ein bisschen verschluckt. Ja, wunderbar, geile Ding, geile Bude hier. Zweites Tor hat jetzt schon in dem Spiel gegen Wolfsburg mehr Tore gemacht als in der kompletten Rückrunde. Finde ich geil. eigentlich finde ich es ja nicht geil. Ich habe ihn ja eigentlich geholt, damit er hier ein bisschen, ich sag mal, Reus-Ersatz bzw. Unterstützung ist. Aber irgendwie war da nicht so. Alter, gut, war eh abseits, aber den musst du doch machen. Jetzt spielen wir uns hier den Rausch. Kuka-Rausch, der spielt bei Ingolstadt. Nee, Darmstadt. Ui, jetzt sage ich auch noch was Falsches. Entschuldigung. Ah. Fast hätte ich ihn mir stibitzt. Hey, ich dachte, er wäre verletzt. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Sebastian Jung. Das ist auch so einer, ein Außenverteidiger, der Deutschland, glaube ich, echt gut unterstützen würde, zumal wir eh keine haben. Also, wirklich gute Außenverteidiger. Oh Gott, den habe ich ja. Oh, den habe ich umgemäht, den da draußen. Entschuldigung. Das darüber lacht man nicht. Der hat richtig weh getan. Ja, da muss es gelb geben. Warum? Für dumm, warum? Der hat doch gar nichts gemacht. Habt ihr ein Beweisvideo gesehen? Ich nicht.
Gottes Wille, war das knapp. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Foul? Warum denn das jetzt? Den hat er so in die Arme. Ja, aber das war auch eine der etwas einfacheren Aufgaben. Jetzt, wo ich einen Konter spielen will, pfeifst du ab. Ja, was bist denn du denn für ein Schiedsrichter? Zur Pause 2:1. Naja, wie steht's bei Bayern? Manchmal weiß man, wo sind ja sie? Auswärts. Ach, die führen gegen Freiburg. Eieiei, also ein Spiel müssen sie jetzt verlieren, sonst werde ich sauer. Wir tun unseren Job und die nicht. Finde ich Frechheit. Typisch Bayern. Deswegen mag sie keiner. Mensch, also hinten löchrig in der Abwehr sind sie auf jeden Fall. Also wir kriegen unsere Chancen. Auch um die Kartenstatistik dieses Spielers. Auf dessen Besonnenheit könne man sich nicht immer verlassen. Alter, das heißt, der war schön geklärt. Sagte der Trainer. Hier fliegt die ganze Zeit so ein blödes Viech rum. Das macht mich wahnsinnig. Da wollte ich doch gar nicht hinpassen. Der Sokrates, der räumt da hinten gut auf. Der gefällt mir. Ein weiter Pass. Er sucht Aubameyang. Ja, ich versuche immer so den langen, hohen Ball noch zu spielen, in der Hoffnung, dass ich damit Pierre-Emerick durchrennen kann. Funktioniert noch nicht ganz. Aber es funktioniert immer besser. Jetzt greift er ihn an. Rodriguez. Luis Gustavo. Und ein Na! Komm, Papa, renn zurück! Perisic. Luis Gustavo. Lass das mal den Papa machen. Gib die Pille her. De Bruyne. Ha! Hat er den De Bruyne, der kann ja gar nichts, kann der. So, Leute. Jetzt muss ich mich sputen. Jetzt ist er durch. Gute Torchance. Und Griezmann macht das Ding! Richtig geil! Leute, was ist mit Griezmann los? Der kommt ja immer besser in Fahrt. Er hat den Tag der Tage erwischt. Sein Aber wirklich, ey. Unfassbar, wirklich, der Mann hat einen Lauf. Richtig geil. 4 Tore in der Bundesliga, 3 in diesem Spiel davon. De Bruyne. Wolfsburg, 57% Pässe. Das ist nicht gut. Naldo. Das sind ja wir besser. Und gefühlt verlieren wir jeden Ball. Ah, da wollte ich. Hatte ich gehofft, dass er durchrennt. Au! Wenn der sich jetzt verletzt hat, dann werde ich sauer. Und zwar richtig. Jetzt spielen wir den ganz sicher nach hinten. Kriegt der Trapp den und... Oh, gefangen. Hui. Musste sich lang machen. Piszczek. Konnte er gerade noch so fangen. Schikowski bewegt den Ball. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Ei. Fast da geschafft. Der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Er hätte den fast durchgespitzelt. Hier wird gewechselt. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Mache ich aber nicht, weil ich nicht möchte. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. So, komm, wisst ihr was? Ich wechsle jetzt doch mal. Und zwar, eigentlich sollte ich ihn ja drin lassen. Komm, ich lasse ihn drin. Kagawa, du kommst rein für Brett. Da läuft bisher wenig auf der Position. Immobile, du kommst rein für Aubameyang. Der darf sich mal ein bisschen ausruhen. Noch irgendein Wechsel. Hier, komm. Bevor wir hier in Unterzahl spielen müssen. Weil mal irgendwas schief geht. Soll ja immer wieder passieren. Habe ich gehört. Piszczek. Wir halten es einfach spartanisch. Einfach ruhig halten. Pille behaupten, wenn wir sie mal wieder bekommen. Ah, über die Flügel. Da soll jetzt mehr kommen.
Und natürlich müssen wir jetzt auch ein bisschen dran denken, dass wir... Was ist denn jetzt los? Ah, okay, ich dachte gerade, was ist jetzt los? Wir müssen natürlich auch ein bisschen jetzt mit den Kräften haushalten. Wir dürfen... müssen schauen, dass jetzt einfach alles gut geht am Ende. Da. Wollte der mich gerade umsensen? Lauf, Juri! Na, ist auch okay. Keine Gefahr. Abgefälschter Ball und immer aus. Ein Spiel gibt es ja noch auf jeden Fall in der Liga. Das ist natürlich ganz wichtig für uns, sofern Bayern nicht verliert in irgendeiner Art und Weise. Ansonsten haben wir noch das Spiel gegen Freiburg im DFB-Pokal und natürlich das große Finale in der Champions League. Das wird natürlich ein richtiger Kracher. Aber bis dahin ist es noch ein bisschen. Und dazwischen ist auf jeden Fall nochmal eine komplette Woche trainingsfrei. Der Schürrle ist schon verdammt schnell, ne? Guter Pass. Das gibt Freistoß. Gibt das nur Freistoß? Ich dachte, das wäre schon fast 11 Meter. Also, das ist ganz, ganz knapp. Na, aus der Position, wenn ich den da reinzwirbel, dann hat er einen richtig guten Tag. Abgefälscht. Mensch! Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die... Hab ich den da ernsthaft da hingeköpft? So, die letzte... ich weiß Phase ja nicht. Und die Anhängerschaft bringt sich schon mal lautstark in Feierlaune. Komm, hau das Ding voraus. Voraus, raus. Das glaube ich eigentlich nicht. Ihre Mannschaft hat bis jetzt eine grundsolide Leistung gezeigt. Alles andere als ein Dreier wäre hier eine faustdicke Überraschung. Komm, jetzt, komm, jetzt, komm, jetzt, gib jetzt den Ball her. Wieso rennt denn da keiner auf den Mann? Jetzt, Zettel. Jetzt wird es brenzlig. Ja, jetzt ist er frei. Schuss und... um Gottes Willen, den musst du doch machen. Denn es gibt Eckball. Hätte ich mal mit Griezmann lieber geschossen. Oh, Niklas Bentner. Hier steht's 3 zu 1. Zeit für die Frage. Lauf, 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 lauf. Der von Borussia Dortmund heißt Werder Bremen. Das war heute eine richtig überzeugende Leistung. Und Eckball gibt's. Das war gefährlich. Ist da vorne überhaupt jemand? Yep. Ciro Immobile, du läufst auf der Außenbahn. Alter, der Robin Knoche mit seinem... obwohl er schon gelb hat, ist er aber sehr mutig. Das gibt's doch gar nicht. Die da vorne sind manchmal so schlecht. Das ist die zweite, der zweite Hochkaräter, den wir hätten machen müssen. Blaszczykowski. Erfolgreicher Zweikampf. Papastatopoulos. Papastatopoulos. Piszek. Ich komme da nicht mehr durch. Also, ich beschwere mich gerade hier, ich komme nicht durch und habe vorhin zwei Risi geschossen. Ne? Also, jammern auf hohem Niveau, ne? Aber das können wir Deutschen ja besonders gut. Das war eine klasse Flanke, aber das Reaktionsvermögen... möchte ich nur vermeiden, dass wir hier noch einen kassieren. De Bruyne. Super Flanke. Tja, die Flanke... ah, was köpfst denn du da hin? Boah. Ja, und die letzte Chance gibt's für Leverkusen, wollte ich schon sagen. Für Wolfsburg. Aber nichts ist es. 3 zu 1 schlagen wir die Wölfe zu Hause. Waren weiter unsere Titelchancen. Jetzt müssen wir schauen, was die Bayern machen. Griezmann, Respekt. Hätte ich nicht gedacht, dass du heute so durchstartest. Ja, ein Spielchen noch, Leute. Ein Spielchen noch in der Liga. Ich bin gespannt, wirklich gespannt, was da rumkommt. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch beim Zuschauen. Hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann zum großen Finale. Ja, beziehungsweise zum ersten Drittel
des großen Finales. Macht's gut, bis dahin, euer Bolle. Ciao. Unglaubliches Tor! Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor!